Högi, 2 Jahre Waldhof Mannheim gehen jetzt am Samstag für dich vorbei. Wie würdest du im Nachhinein die Zeit so ein bisschen resümieren? War sehr emotional, hat sehr viel Spaß gemacht, aber auch sehr turbulent, gerade was jetzt die zweite Saison angeht, Höhen und Tiefen. Ich persönlich natürlich ein großes Tief gehabt mit der Verletzung, aber grundsätzlich muss ich sagen, hat es sehr viel Spaß gemacht. Wie traurig macht sich, dass du im zweiten Jahr nicht mehr so diesen Einfluss nehmen konntest aufgrund der Verletzung? Ja, sehr natürlich. Ich glaube, ich hätte uns als Mannschaft, dem ganzen Team schon sehr helfen können. Wir haben ja trotzdem fast bis zum Schluss oben mitgespielt, aber ich glaube, ja, dass ich da schon noch maßgeblichen Einfluss hätte nehmen können und wir vielleicht dann auch noch länger oben dabei geblieben wären. Das ist natürlich traurig, aber gehört leider dazu. Was macht für dich jetzt nach 2 Jahren Waldhof Mannheim aus als Verein? Boah, wie ich gerade gesagt habe, sehr viele Emotionen, großer Fananhang, sehr große Wucht und die Stadt hat mir auch sehr gut gefallen. Die Stadt hat dir sehr gut gefallen, trotzdem zieht sich zurück nach Köln. Was waren so die Beweggründe, dass du zurück nach Köln wolltest? Ja, zum einen, dass man irgendwann dann auch im Alter oder wenn es Richtung Karriereende geht, so Prioritäten anders setzt. Ich bin jetzt einfach so weit, dass ich sage, ich möchte zu Hause sein, bei der Familie, bei der Frau sein und nicht immer unter der Woche pendeln müssen. Klar hatte ich hier eine Wohnung, aber ich bin dann trotzdem, wenn die Familie nun mal nicht so weit weg ist, schon oft noch gependelt und bin dann einfach jetzt auch froh, wenn ich dann in meiner Heimat bleiben kann und dann noch heimischer werde, als ich sowieso schon bin. Gibt es irgendwelche sportlichen Highlights oder emotionalen Highlights, an die du dich sehr, sehr gerne zurückerinnerst? Oh, emotionales Highlight war natürlich die Reaktion der Mannschaft nach meiner Verletzung, muss man sagen. Was sie sich da haben einfallen lassen, das habe ich ja schon auch über Social Media so kommuniziert, dass ich denen das nicht vergessen werde. Das war sehr emotional für mich und sportliche Highlights. Boah, habe ich auch schon mal gesagt, waren natürlich die Heimspiele, weil in der dritten Liga ist das schon eine Wucht, muss man sagen, mit den Fans und der Stimmung, die man dann bei den Heimspielen hat. Rausnehmen kann man vielleicht die beiden Derbys letzte Saison. Da hat man schon gesehen, dass wenn es zu den Derbys dann mal auch in der Liga höher kommen würde, dass es schon seinesgleichen sucht oder ähnlich zu vergleichen ist wie dann Spiele, die ich mit Köln und Schalke in Derbys hatte. Jetzt schauen wir nach vorne, auf morgen genau genommen gegen MSV Duisburg, letztes Spiel. Was für ein Spiel erwartest du und wie sehr freust du dich auch noch einmal vor den Fans spielen zu können? Boah, ich hoffe natürlich ein gutes Spiel auch für die Zuschauer. Es geht jetzt leider für beide Mannschaften um nichts mehr, aber ich glaube, beide wollen sich gut verabschieden, aus der Saison verabschieden, von den Fans verabschieden. Von den Namen her, zwei Traditionsvereine, die aufeinandertreffen, ist dann, glaube ich, auch nochmal ganz schön für die Fans. Und ich denke, dass es schon emotional wird und hoffe natürlich, dass dann auch zu unserer Verabschiedung der ein oder andere Fan schon ein bisschen früher kommt. Ja, danke, Hübi, auch nochmal von der Geschäftsstelle aus, vom Staff-Team, von den ganzen Spielern. Und ich glaube, ich rede auch für die ganzen Fans. Danke, dass du nochmal 2 Jahre hier warst, auch nochmal deine Karriere verbracht hast. Du hast uns sehr, sehr viel mitgegeben und wir wünschen dir natürlich auf deinen zukünftigen Karriereweg ganz, ganz viel Glück. Aber jetzt erstmal natürlich ganz viel Glück morgen gegen Duisburg und hoffentlich noch einmal 3 Punkte zum Abschluss. Dankeschön.